Hallo Leute, ich bin's mal wieder, Looks Like Link, und ein neues Strategiespiel steht an, und zwar natürlich auf Deutsch! Oh yeah! Advance Wars! Leute, willkommen! Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, ey! Ja, tja, nach der großen Fire Emblem Let's Play Trilogie habe ich mir gedacht, komm, Strategie ist immer noch total geil und jetzt machen wir mal ein bisschen zukunftsgerichteter. Willkommen zu Advance Wars! So, gib bitte deinen Namen ein, alles klar, mach ich doch glatt. Advance Wars, Leute, ist aus demselben Hause wie von den Fire Emblem-Machern, also hier, ne, Intelligent Systems, ja, und wie auch für Fire Emblem verantwortlich sind oder für die Paper Mario-Teile, hammer geil. Advance Wars ist ein super tolles Spiel, simuliert zwar so ein bisschen den Krieg, aber auf harmlose Art und Weise, keine Angst, Leute, wir sind jetzt hier keine Kriegsverherrlicher, und ich probiere mal einen neuen Filter aus, ich hoffe, das wirkt alles dann sehr gut im Endeffekt. So, ich bin der Marcel. Ist das korrekt? Ja, mein Name ist doch korrekt, oder nicht voll korrekt? Schön, dich kennenzulernen, Marcel. Ich bin Nell. Ich bin ein Kommandant von Orange Star. Spielst du zum ersten Mal? Nein, Nell, ich bin schon Profi. Ach, verstehe. In Advance Wars gebe ich in der Kampfübung Hinweise zum Spielprinzip und zur Strategie. Das beinhaltet auch die Erklärung aller Spielregeln. Legst du wirklich keinen Wert auf diese Unterweisung, weiß ich, wie du sie überspringen kannst, aber möchtest du die Kampfübung durchlaufen und von ihr profitieren? Ja, Leute, das machen wir jetzt auch mal, ja, weil ich habe nämlich ein bisschen was vor, das erkläre ich euch gleich noch, aber ja, wir werden jetzt erstmal die Kampfübung, das Tutorial erstmal durchmachen, denn das gehört dazu. Ja, ich denke, das ist wirklich das Beste, zumal du so viel mehr Videos raushaust, die deine Abonnenten dann gucken und dir mehr Geld einbringen, du alter Kapitalist, du. Denn um was anderes geht's im Krieg nämlich auch gar nicht. So, du gelangst im Spielauswahlmenü zur Kampfübung. Im Spielauswahlmenü befinden sich auch Kampfmodus, ein Mehrspielermodus für einen Game Boy Advance. Außerdem findest du dort Verbindung, ein Modus für mehrere Systeme. Dann ist da noch die Kampfübung. Meistere dort alle Missionen von der ersten bis zur letzten. Wir beginnen mit der Truppenorder. Viel Glück! Ah, Leute, hier unser Anfangsmenü, Spielauswahlmenü, noch gar nicht so viel da. Denn wir müssen erst jetzt, da ich jetzt gesagt habe, ich will das nicht überspringen, müssen wir zuerst die Kampfübung machen. Das sind hier die ganzen Quests hier, sind ein paar. Ich könnte aber auch einfach die letzte machen und dann wäre das auch gleich alles erledigt, aber nein. Wir fangen mal ganz von vorne an. Erfahre etwas über Truppenbewegung und Angriff. Beginnen wir mit einer kurzen Einsatzbesprechung. Wir befinden uns hier im Land Orange Star. Östlich davon liegt das Land Blue Moon. Zwischen beiden Nationen herrscht seit Jahren ein erbitterter Krieg. Die Grenzgefechte fanden ein jähes Ende, als dieser wahnsinnige Olaf... der Kommandant von Blue Moon, Olaf, fiel plötzlich in Orange Star ein. Die Alara-Region ist nun also unter der Herrschaft des Blue Moon. Offiziersanwärter Marcel, dies ist deine Mission. Gebiete Olaf, dem alten Wikinger, Olaf, Einheit und dränge seine Truppen zurück. Ich werde dich anleiten. Ziehen wir los. Oh yeah, Leute. Und Mission 1, Truppenorder. Nein, und zwar möchte ich euch hier... Oh, guckt euch das an. Ey, oh, das ist so ein geiles Spiel. Die Alara-Region ist recht großflächig, weshalb Olaf dort nur wenige Truppen stationiert hat. Nee, Leute, ich möchte das so machen, anders wie bei Fire Emblem, wo ich ja ständig die Animationen und die Kampfanimationen anhatte, den möchte ich hier gerne während der kompletten Kampagne, die wir uns jetzt gerade erst freispielen müssen, während der kompletten Kampagne möchte ich die ganzen Animationen ausmachen, aber dafür halt hier in der Kampfübung immer die ganze Zeit die anlassen, damit ihr trotzdem alle richtig schön seht, wie viel Liebe doch in dem Spiel steckt. So, unter deinem Kommando stehen zwei Infanterieeinheiten. Aha, die orangefarbenen Einheiten, obwohl die auch ein bisschen rot aussehen, gehören zu dir. Die blauen Einheiten gehören zum gegnerischen Heer von Blue Moon. Besiege die Truppen des Gegners, um die Mission erfolgreich zu beenden. Gut, erteilen wir nun einige Befehle. Mit Hilfe des Cursors werden Aufträge erteilt und du bewegst den Cursor mit Hilfe des Steuerkreuzes. Ihr werdet sehen, es hat viel Ähnlichkeit mit Fire Emblem, aber ist doch denn schon eine ganz eigene Art und Weise des Strategiespiels. Befehligen wir zunächst diese Infanterieeinheit. Setzt du bitte den Cursor auf die Infanterieeinheit? Ja, so. Zack, A drücken. Du hast gerade einen sogenannten Auswahl getroffen. Das wirst du sehr häufig tun, wenn du Befehle erteilst. Wählst du eine Einheit aus, wird die nähere Umgebung hell hervorgehoben. Dieses Gebiet zeigt den Bewegungsradius der ausgewählten Einheit, ist ja klar. Nähern wir uns zunächst mit dieser Einheit dem gegnerischen Trupp.
Setze die Einheit bitte auf dieses Feld. Bewege den Cursor hierher und drücke dann den A-Knopf. Ja, man kann hier richtig schön hier laufen lassen, wie man möchte, aber wir wollen ja den Feind besiegen. So, ist eine Einheit marschiert, erscheint dieses Menü da oben rechts. Ne? Wähle Warten an und drücke den A-Knopf, um dies zu bestätigen. Okay, warten. So, die Einheit hat nun eine andere Farbe. Das bedeutet, dass sie, ja, irgendwie unterzuckert ist oder so oder farbemäßig verloren hat, keine Ahnung. Nein, das bedeutet, dass sie für diesen Zug keine Order mehr annehmen kann. Keine Angst, sie ist in der nächsten Runde wieder einsetzbar. Oder besser gesagt, am nächsten Tag. Okay, verwende dasselbe Manöver bei der anderen Einheit. Setze sie so nah wie möglich zum gegnerischen Typi. Jo. Alles klar. Beide Einheiten haben ihre Züge für diese Runde beendet. Sind alle Order erteilt, wählst du Ende, um die Runde zu beenden. Drücke den A-Knopf auf einem freien Feld, um das Menü aufzurufen. Genau, also hier kann ich jetzt nur, würde ich den anklicken und ich muss deswegen halt irgendwo hier hinklicken. So. Ah. Und hier kann man jetzt meinen Zug beenden. Und hier unter Option werde ich dann, oh, da muss ich, da kann ich noch nicht so viel anmachen. Gut, Ende. Und Tag 1 für den Gegner. Wie, das Sternkorps von Orange Star ist in die Alara-Region vorgedrungen. Der sieht aus, ey. Ha, sie halten nicht lange durch. Meine Truppen dort werden ein leichtes Spiel mit ihnen haben. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, jetzt sieht man auch richtig, wie er das macht. Nee, Leute, also, das wird dann im Hauptspiel nicht so sein. Und habt ihr schon gesehen, genau. Ach, der wird noch ganz gut alles erklärt. Ich brauche gar nichts machen. So, Tag Number 2. Offenbar hat Olaf unsere Ankunft bemerkt. Na, du warst doch ganz schön laut, Nell. Seine Infanterieeinheiten schlagen diesen Weg ein. Keine Angst. Wenn wir Ruhe bewahren, werden wir keine Probleme bekommen. Ganz sicher? Nun soll diese Infanterieeinheit das Feuer auf den Gegner eröffnen. Wähle bitte diese Einheit. Okay. Ah, Infanterieeinheiten können nur bei direktem Kontakt mit dem Gegner das Feuer auf ihn eröffnen. Setze die Einheit bitte hierher. Nicht dahin, nee, okay, hierhin, so, schön nah dran. Und jetzt haben wir, siehst du den Feuerbefehl im Menü? Genau, nur weil wir jetzt einen Gegner an uns dran haben, können wir halt nicht nur warten machen, sondern auch Feuer. Wähle bitte diesen Befehl an. Und jetzt so geil die Animation. Ach nee, erstmal hier auf wieder so ein kleines Statistikfenster. Das ist der Cursor, mit ihm wählst du die Einheit aus, die angegriffen wird. Im Moment nur die eine, weil es kann ja auch sein, dass mehrere um mich rumstehen. Also drücke den A-Knopf, um das Feuer zu eröffnen. Okay, wir machen 49%, also 50% Schaden. Guck mal, da sieht man richtig, die Infanterie hat, ja, Deckung 1, also nur weil es auf dem freien Feld steht, Munition, Sprit und Lebensenergie von 10. So, da werden wir jetzt 5 Punkte wegballern. Alter, oh, abgeschossen. Oh, und wir haben auch gelitten. Ja, genau. Du hast dem Gegner Schaden zugefügt. Die Einheiten haben Zahlen erhalten. Sie geben die Trefferpunkte der jeweiligen Einheit an. Alle Einheiten beginnen mit 10 Trefferpunkten. Nehmen sie Schaden im Kampf, sinkt die Zahl ihrer Trefferpunkte. Sobald eine Einheit 0 hat, verschwindet sie vom Bildschirm. Ja, die ist tot. Siehst du, dass deine Einheit mehr TP hat als die gegnerische? Das liegt daran, dass die angegriffene Einheit grundsätzlich ein Vorteil, hat. Es ist keine gute Taktik, darauf zu warten, angegriffen zu werden. Du solltest den Kampf suchen und immer als Erster das Feuer eröffnen. Oh, voll fies. Setzt du diese Einheit wieder unter Beschuss, sollte sie besiegt sein. Gib der anderen Infanterieeinheit den Befehl, den Gegner anzugreifen. Okay. Und warum wir Schaden hatten, weil die wehren sich ja, ist ja klar, habt ihr auch in der Animation gesehen. Die stehen ja nicht bloß rum, was macht denn der da? Nee. Die wehren sich. So, und damit dürfte der hier bum 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 bing, abgeballert. Voll weg. Olaf voll... Gratuliere. Jetzt ist nur noch eine gegnerische Einheit übrig, die du töten musst. Gratuliere, ey. Hältst du dich an den Schlachtplan, kannst du diesen auch schnell besiegen. Wähle Ende Menü und setze den Angriff in der nächsten Runde fort. Ja, alles klar. So, jetzt wieder er hier. Scheiße, ich hab bloß nur eine Typen, Leute hier. Was machen diese Kanalien denn da? Wäre ich vor Ort, müssten sie keine solche Erniedrigung ertragen. Verfluchtes Sternkorps von Orange Star. Ich werde es besiegen. Ja, mach mal hin, Olaf. Mach schneller. So, das war's. So, jetzt machen wir natürlich auch ganz taktisch fertig. Du bist wieder an der Reihe. Und wir sind in der Überzahl. Einen Sieg steht also nichts mehr im Weg. Doch warte noch einen Moment. Diese Einheit hat Schaden genommen im letzten Kampf, nicht wahr? Beschlichte Einheiten büßen etwas von ihrer Feuerkraft ein, ist ja klar. Also, wenn wir 10 Punkte voll haben, stehen da 5 Männchen. Und wenn wir jetzt bloß noch 8 haben, sind glaube ich 2 Männchen weg und so, die schießen können. Also, ja, würden wir nicht mehr so stark sein. Besser, du eröffnest das Feuer mit einer intakten Einheit, wo doch alle Leute da sind. Los, gib deiner intakten Einheit den Befehl anzugraben. Okay, anzugreifen, hier. Yeah. Los, Mann, töten! Feuer frei! Voll brutal. Der Olaf nur... Und Nell freut sich voll. Mit Hilfe des A-Knopfes werden Einheiten ausgewählt und Befehle erteilt. Widerrufe einen falschen Befehl, indem du den B-Knopf drückst. Merk dir das bitte gut. Da die gegnerische Einheit beschädigt ist, kann diese Infanterieeinheit sie angreifen. Marschiere zum Gegner und öffne das Feuer. Okay, mal gucken, ob wir das schaffen gleich, ne?
So, er hat noch 5, er hat quasi 50% Leben und wir ziehen bloß, ja, 40 ab, so jetzt knapp. Ah, vielleicht haben wir noch den Glücksfaktor. Der GV. Yeah, abgeballert. Dumm. Der GV, der G was? Der GV ist der Glücksfaktor. Nee, du hast alle gegnerischen Einheiten besiegt. Deine Mission ist ein Erfolg. Das war gute Arbeit, Mann. Jetzt können wir die ganzen Leichen vom Boden abkratzen. Oh, unfassbar. Das Land war mein. Wie konnte ich es nur so leicht verlieren? Nächstes Mal werde ich den Sieg davon tragen. Sieg! Oh yeah! Gratuliere, Marcel, du hast gewonnen. Jetzt siehst du den Rang, den deine Strategie dir einbringt. Tempo bezieht sich auf die Schnelligkeit deines Sieges und Kraft auf die Zielrichtigkeit deiner Angriffe und Bewältigung der Feinde. Wohingegen Technik Bezug darauf nimmt, wie deine eigenen Verluste aussehen. Du erhältst einen Rang für jedes bewältigte Kampfgebiet und kannst so deine Leistung mit deinen Freunden vergleichen, wenn du welche hättest. Viel Glück bei der nächsten Mission. Oh, Rang A, der beste Rang, den man hier jetzt kriegen kann in der Kampfübung. Daten saven, klar. Dumm, dumm, dumm. Daten gespeichert. So, das nächste wäre, diese Mission gibt Auskunft über die gute Deckung im Gelände. Ach, sehr geil, Leute. Ja, es sind ein paar Missionen, ich weiß, aber komm, das ziehen wir jetzt durch, das schaffen wir. Ich will euch ja nicht verschrecken, tut mir leid, wenn ich euch jetzt dadurch jetzt verschrecke, aber... In den Alara-Bergen wurden feindliche Truppen ausgemacht. Sie wagen offensichtlich einen unbemerkten Einfall. Hinterrücks einzufallen, das sieht nach Olafs Praktiken aus. Deine Aufgabe ist es, diese Truppen aufzuhalten. Dir stehen 4 Infanterietruppen zur Verfügung. Auf geht's. Okay. Oh Mann, wie geil. Mission 2. Geländekontrolle. Aber Leute, ganz ehrlich, also Advance Wars hat sich richtig cool gemausert. Das ist jetzt hier das erste Spiel, was wir Europäer mitbekommen hatten. Ja, die hat ja schon in Japan, gibt's ja schon zu NES-Zeiten, ihr habt ja schon NES Wars oder Nintendo Wars. Das heißt jetzt nur Advance Wars, weil halt für den Game Boy Advance ist und so. Ja. Aber hier ist das Spiel noch so ein bisschen, ich sag schon mal, hier ist so die Geschichte noch so ein bisschen albern und so was, alle so ein bisschen, ja, lass mal Krieg spielen und so, ganz billig. Aber halt Advance Wars 2 ist schon ein bisschen ernster und Advance Wars 3, also Dual Strike, das ist richtig geil. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich zock erstmal Teil 1, ja. So, gegnerische Mech-Einheiten, mechanisierte Infanterie, oh, sind in Stellung, das könnte ein Problem sein. Wieso? Mech-Einheiten haben größere Feuerkraft als normale Infanterie. Mech-Einheiten können nicht im direkten Kampf besiegt werden. Du musst also das Gelände nutzen und dir Deckung suchen. Okay, ich kläre dich über das Gelände auf, während wir marschieren. Wähle bitte diese Infanterieeinheit. Okay, während wir marschieren. So, na dann erzähl mal, Nell. Wiederholen wir kurz das bisher Gelernte. Gib dieser Infanterieeinheit den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Okay. Tschüss, Mann. Tut mir leid, ich hab Befehle, ne? Ich muss ja wie ein stumpfer Roboter meine Befehle folgen hier von der Frau. Tschüss, Mann! Alle voll abgeknallt. Aber wie doch alle so einzigartig aussehen. Jeder Blue Moon hat andere Einheiten die vom Aussehen her und wir auch. Exzellent! Das hat den voll den Kopf weggeschossen. Okay, wähle diese Infanterieeinheit bitte als nächstes. Was, die hier? Wieso? Ach ja, genau. Guck mal jetzt. Bemerkst du irgendeinen Unterschied? Nee. Bisher lag der Bewegungsradius der Infanterieeinheiten bei 3 Feldern. Ja. In den Bergen wird der Radius kleiner, denn die Wegkosten verdoppeln sich. Oh, das heißt, der Radius ist halb so groß wie auf der Ebene. Meinst du, Berge sollten deshalb gemieden werden? Nee. Das wäre ein fataler strategischer Fehler. Die Vorteile, die Berge bieten, machen die Wegkosten wieder wett. Du wirst verstehen, wenn du das Feuer auf den Gegner eröffnest. Nur zu, greife den Gegner an und wähle den Feuerbefehl. Okay, auf deine Verantwortung. So, guck mal hier. Wir sind jetzt, weil der Typ hat nur Ebene als Deckung, aber wir haben mehr Deckung, weil wir auf dem Berg stehen und deswegen wird er sich nicht so doll wehren. Pass mal auf. Er kriegt gleich viel Schaden. Voll abgeschossen. Und wir haben nur 9. Wir haben nur einen Punkt Schaden bekommen, anstatt der andere da oben 8. Vergleiche nun die TP der beiden Infanterieeinheiten, die angreifen. Die letzte Einheit erlitt weniger Schaden als die erste, nicht wahr? Ach man, okay, ne, dann lass dich halt immer reden. Der Grund dafür ist die Geländebeschaffenheit, denn die bietet Deckungsmöglichkeiten. Du hast den Gegner von den... Alter, 4, Deckung 4? Du hast den Gegner von den Bergen angegriffen, stimmt's? Diese Zahl zeigt den Wert der Deckung in den Bergen, eine 4. Eine Ebene bietet eine Deckung von dem Wert 1. Je höher der Wert der Deckung, desto weniger Schaden erleidest du. Ist das geil, Mann. Ist das verständlich? Gut. Ich wusste, du bist ein helles Köpfchen. Dankeschön. Eröffne nun das Feuer auf die restliche Infanterieeinheit. Wähle Ende, wenn du fertig bist. Okay. Soll mal den jetzt platt? Obwohl, dann würde er sich bestimmt... Dann kommt der Typ an. Guck mal, die haben allgemein nur plus 2 Bewegungsradius, aber dann greift er mich an. Okay, warte mal, der auch. Okay, das ist also so gemacht worden. Gut, das muss so sein.
Den greife ich jetzt erstmal den. Oh, 52 Schaden. Geil. Tschüss, Mann. Meine schönen Leute. Alle voll down gemacht. Ja, hier so ein Berg hat Deckung 4 und ein Wald hat Deckung 2 und so. Ach, ist richtig schön. Richtig schön strategisch. So, den auch noch killen. Aber jetzt werden wir wohl für den Mech-Einheiten einstecken. Booms. Aber wir sind in der Überzahl, von daher. Ist hier noch irgendwas? Nee. Die Welt ist total klein. So. Tag 1 für den Olaf. Du hast also meine Truppen gesichtet. Gar nicht schlecht. Doch diesmal werden die Dinge anders laufen. Jetzt wirst du meine Mech-Einheiten richtig kennenlernen. Ich beobachte alles von hier hinten. Ich muss nicht persönlich zugegen sein. Aber ich habe immer noch ich habe immer noch das Sagen. Na dann leg mal los, Mann. Du Olaf-Typ. Mach doch mal hin, ne? Alter, 58 Schaden. Oh, oh. Alter, seht ihr, die sind richtig stark. Freut sich ganz komisch. So, jetzt mal gucken. Jetzt sind wir auf dem Berg. Jetzt dürfen wir wieder nicht so viel Schaden kriegen. Und er zieht doch gar nicht so viel ab. Oh yeah. Aber ist nicht so weiter schlimm. Wir haben ja noch zwei. Ah ne, jetzt haben wir gar nicht mehr wirklich intakte Einheiten. Aber müsste trotzdem klappen. Du bist dran. Mech-Einheiten können wirklich einiges einstecken, nicht wahr? Ja, aber wie du siehst, hat eine Infanterieeinheit weniger Schaden erlitten als die andere. Weißt du warum? Na, wegen dem Berg oder nicht? Ja, liegt an der besseren Deckung. Vergiss das gar nicht, das ist wichtig. Denke auch daran, dass die Wegkosten der Einheit differieren. Mech-Einheiten und Infanterieeinheiten bewegen sich unterschiedlich fort. Die Wegkosten belaufen sich im Gebirge auf 2 bzw. 1. Setze den Cursor auf ein Feld und drücke die R-Taste, um entsprechende Informationen über das Gelände bzw. die Einheiten zu erhalten. Mit Hilfe der R-Taste informierst du dich also über Wegkosten und so weiter und so weiter. Nun, ich überlasse dir die Entscheidung über das weitere Geschehen. Sie haben zwar Mech-Einheiten, aber du bist in der Überzahl. Denke an das bisher Gelernte. Wende dein Wissen gekonnt an und du siegst. Okay. Also mit der schwachen Einheit angreifen. Aha, voll geil. Hier die ganzen Werte. Oh Mann, oh Mann. Okay, cool, dann ja, stell ich mich mal richtig schön auf den Berg hier rauf. So, den müsste ich eventuell schaffen. Ich teste einfach mal, was soll ich sonst machen? Tschüss, Mann! So, und dann schafft der andere das jetzt, der zwar angeschlagen ist, aber der müsste das eigentlich schaffen. Ah, nee, schafft er nicht, eindeutig nicht. Naja, okay. Aber wenn der sich jetzt wehrt, dann, ha, keinen Schaden bekommen. Wenn der jetzt angreift, ist er tot. Das ist ein Selbstmordkommando denn für ihn. So, erstmal schön von dem Berg aus angreifen. Geil. Oh yeah. Wow. Das war haarscharf, Mann. Alter, yeah, yeah, yeah. So, und den greife ich mal im Wald an, weil, ja, Deckung im Wald ist besser als die Deckung in der Ebene. Und deswegen, tötet der mich denn? Nee, Quatsch, der tötet mich nicht. Alles klar, Mann. Alles super. Tschüss, Mann. Alter, Leute, wird so geil, wenn wir erstmal Panzer haben, ey. Das ist so cool. So, okay, das war's. Und Tag 2 für den Dicken. Wo ist Olaf? Er macht nix. Er hat Schiss bekommen. Oh, eins noch. Musst du den Kampf aus irgendeinem Grund beenden, kannst du speichern. Wenn du speicherst, musst du dieselbe Mission nicht wieder von vorne starten. Öffne bitte das Menü. Setze den Cursor auf ein freies Feld und drücke den A-Button. Du siehst den Sichern-Befehl, stimmt's? Willst du sichern, kannst du deinen aktuellen Spielstand speichern. Solltest du eine Pause brauchen, kannst du so dein Spiel unterbrechen. Ich überlasse dir die Entscheidung, ob du hier speicherst oder nicht. Gut, nur noch ein bisschen Arbeit und du hast Olaf besiegt. Okay, aber handel dennoch nicht überstürzt. Viel Glück und Abmarsch. Okay. So, dann natürlich die stärkere Einheit. Mach den fertig. So, bams. Weg. So, und dann noch der starke hier. Tschüss, Mann. Und dann haben wir schon die zweite Trainingsmission erfolgreich bestanden. Yeah. Du hast es geschafft. Diese Einheiten hatten den Befehl, hinterrücks einzufallen. Dank deiner Planung erlitten unsere Truppen nur minimalen Schaden. Gute Arbeit, weiter so. Oh, ein neuer Fehlschlag. Nach all der Planung wieder eine Mission in den Sand gesetzt. Nächstes Mal siege ich aber. Oh yeah, Marcel hat gewonnen. Und wieder Rang A? Ja, aber natürlich. Geil. Super, willst du saven? Jo, ups, ist mal nein gedrückt. Na, ist egal. So. Stadtbesetzung. Das Besetzen von Bauten steht im Vordergrund dieser Mission. Ah ja, also es gibt noch eine Menge zu lernen, Leute. Aber ich würde mal sagen, das war der erste Part. Oh, Luftkampf, stürmische Wellen, Klimaschock, Kriegsnebel. Ja. Alles cool, alles mit Olaf als Gegner. Aber Freunde, wirklich, also dieses Projekt ist sehr schön. Wer Fire Emblem mag, der sollte sich unbedingt auch mal Advance Wars reinziehen, weil das ist auch also richtig geil, mal eine richtig schöne Abwechslung. Und übelst brutal.
Ja, ist halt irgendwie doch schon näher kriegssimuliert, oder? Aber ist egal, Nintendo macht das immer alles quietschbunt und fröhlich. Und das gefällt mir gerade an der Sache daran. So Leute, also ja, lasst euch nicht erschrecken, dass wir jetzt hier eine ganzen Tutorial-Mission machen, ich weiß, aber für die Kampagne habe ich mir schon was Besonderes überlegt, weil die will ich ja dann, wie gesagt, ohne Animation und so was durchspielen, damit der Let's Play auch nicht so lange dauert, wie zum Beispiel ein Fire Emblem-Teil. Das kann nämlich auch sein, dass das mit Animation dann doch schon mal wieder in die 90er-Parts geht oder so, obwohl Advance Wars 1 noch recht kurz ist. Aber nee, wir machen das mal ratzfatz hier. Ihr seht ja die Animation in den Kampfübungen. Ja, dann Leute, bis zum nächsten Part. Ciao.